Herzlich willkommen zu irgendeiner veralterten Retro-Scheiße, die er doch eh nicht. Oh mein Gott, ein 3D-Spiel! Ja, es ist keine Überraschung. Ich habe ja schon mal angekündigt, ich werde ein 3D-Spiel spielen und nun zieh es auch wirklich durch. Und zwar auch noch ein Spiel von Rare und dann auch noch eines, welches mir als Kind echt so viel Spaß gemacht hat. Ihr seht's ja, man kann zerstören. Aber ich sollte euch das Ganze erstmal erklären. Also in Blast Corps müssen wir einen, ich glaube, einen mit Nuklearwaffen bestückten Transporter aufhalten, den wir vorhin in der Vorschau gesehen haben. Dieser ist im Autopilotenmodus und rast unaufhörlich immer strikt geradeaus. Und statt einfach den Wagen anzuhalten, indem wir vielleicht ihn stoppen, reingehen, die Bremse betätigen oder die Reifen aufschlitzen, wenn alles nichts nützt, müssen wir einfach alles um ihn herum kaputt machen. Dazu gebe ich erstmal einen Namen ein. Was ist denn ein passender Name? Ich bin jetzt einfach mal ganz unkreativ und wähle meinen eigenen. Das gehen, glaube ich, nur 3 Buchstaben. Wobei, ich guck mal. Nein, es gehen auch mehr. Nochmal eins soll gesagt, das ist mein erstes 3D-Spiel und dementsprechend auch meine erste Aufnahme mit Fraps, weil man Camtasia dafür nicht wirklich gebrauchen kann, muss ich sagen. Und von daher bin ich echt gespannt, wie die Qualität wird. Ich habe schon ein paar Testaufnahmen gemacht, aber das heißt ja nichts. So, Florian. Ganz voll mein Name ausgeschrieben. Jetzt wisst ihr, wie ich heiße. So gut. Ich weiß, dass ich damals nie wirklich weit hinausgekommen bin als Kind und ich habe es auch mal so angespielt, auch damals schon, aber nur so zur Hälfte. Irgendwann hatte ich dann auch keine Lust mehr durch den Frust. Wir sind erstmal die Vorschau vom ersten Level. Von daher würde ich es Half-Blind nennen. Ach so, Vorschau vom ersten Level. Ich denke mal, das war sie. Jedenfalls gut. Hier fangen wir an. Simeon Acris. Ich kann euch leider nicht sagen, was das auf Deutsch heißt, aber egal. Beginnen wir einfach mit dem ersten Level. Och Gott, ich muss euch echt sagen, es ist ein anderes Gefühl, mal ein 3D-Spiel zu spielen. Danger Zone. So, das ist das erste Level. Also, ich hab's euch schon gesagt. Wir müssen alles um den Atom-Truck, ja, kann man so sagen. Jedenfalls müssen wir alles darum beseitigen. Und, ja, wir werden hier eigentlich praktisch eingeführt. Hier sieht man das. Die Zerstörung von Gebäuden ist essentiell. Diese blinkenden Pfeile meinen, es ist im Weg des Transporters. Um Ärger zu vermeiden, ach nein. Wenn die Gefahr groß wird, dann ändern die Pfeile ihre Farbe von grün zu rot. So, das würden wir sehen, wenn der Transporter jetzt in die Nähe davon kommt. Also wir müssen uns beeilen, oder hier müssen wir uns noch nicht wirklich beeilen, aber ich mache trotzdem erstmal. Weil ich noch nicht die Steuerung so gut drauf habe. Wobei, davon merkt man vielleicht jetzt gerade gar nichts. Aber doch, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Ziemlich viel Drift hat dieser Bulldozer. Ja. Und bisher mache ich jetzt alles nur diese Gebäude wegräumen. Dann habe ich später noch genug Ruhe, um andere Gebäude wegzumachen. Wir sehen das hier zum Beispiel. Das ist eine Peripheriestruktur. Eigentlich soll es heißen, es ist nicht wichtig, diese Gebäude kaputt zu machen. Doch hier steht, hey, es macht Spaß. Und vielleicht kriegt man ja auch eine Überraschung, wenn man ein oder zwei Gebäude davon kaputt macht. Jedenfalls kriegen wir Money. Aber ich denke mal, das ist die Schadenssumme, die wir dabei machen. Und da stellt sich doch die Frage, ja, wenn jetzt dieser Laster in die Luft geht, wie viel Schaden wird dabei angerichtet? Wird dabei so viel Schaden gemacht, wie wir im Endeffekt kaputt machen? Und ja, wenn ihr euch fragt, wie man den Laster denn aus dem Weg räumen will, ja, bis eine Idee gefunden wird, machen wir erst alles darum kaputt. Ich finde es ein bisschen schwachsinnig, aber hey, lustig. Und es ist nur eine Ausrede dabei, um dieses tolle Abenteuer zu machen. Okay, wir haben den Pfad gereinigt. Also wir haben ihn. Jetzt haben wir eigentlich keine Gefahr mehr für dieses Level und können eigentlich jetzt rumfahren. Man kann auch aus dem Laster aussteigen. Bei mir ist es mit Select. Ich habe nämlich die Z-Taste auf Select gelegt, weil mein Controller nicht genug Knöpfe hat. Kennt ihr den N64-Controller? Knöpfe en masse. Aber hey, viele Knöpfe braucht man hier sowieso nicht. Und ich werde erstmal eine Oh, ich muss aufpassen. Ich darf den Laster nicht berühren, sonst geht alles in die Luft. Und dann war eigentlich das erste Level schon für die Katz. Das war echt knapp. Okay. Ich werde jetzt erstmal hier ein Geheimnis suchen. Ja, ich glaube, ich habe es gefunden, oder? Genau, daran erinnere ich mich nämlich noch. Wir steigen erstmal aus dem Bulldozer und wir können jetzt auch in einen anderen Wagen einsteigen. Meistens sind jetzt nur Züge, die anderen Gerätschaften kriegen wir sonst mitgeliefert fürs Level. Und oh, ich muss gucken, wie bremst man eigentlich? Du solltest den Zug an der Station stoppen. Warte, bis der Smiley auftaucht und dann soll man ein- oder aussteigen. Welcher Smiley? Ah, dieser Smiley, okay. Ist ein bisschen komisch.
Vorweg, ihr seht es ja auch schon, es gibt ein paar Grafikfehler mit dieser ROM, aber ich denke mal, das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Beschränkt sich eigentlich jetzt nur auf die Anzeige der Gebäude. Ach, TNT, ja. Ich denke mal, ihr wisst, was das heißt. Ich berühre es und es geht nach einer gewissen Zeit hoch. Mission komplett. Oh Gott, ich habe jetzt hier gerade ein Bonusfahrzeug eingesammelt. Ich konnte mich erinnern, dass ich das Bonusfahrzeug in den Laster laden musste. Das habe ich jetzt leider versaut. Was haben wir jetzt bekommen? Gold oder Bronze? Oh, Gold und Bronze. Okay, ich verstehe, tue ich das jetzt gerade nicht. Ich muss erstmal wieder mit dem Spiel reinkommen. So, ach Mist, jetzt habe ich das Level nochmal restartet. Aber hey, ich mach's noch einmal, weil... Oh, da können wir natürlich nicht rüber springen. Ich möchte nämlich jetzt nochmal dieses... Ah, ich verstehe jetzt. Jetzt haben wir nämlich keinen Truck im Weg und können in Ruhe das Level erkunden. Aber viel mehr als diesen, als dieses Auto gibt's hier nicht zu holen. Das mache ich mal schnell und, ja. Das ist erstmal gut sein. Ich denke mal, ich mache auch diesen Part nicht so lang. Ich stoppe die Aufnahme jetzt gleich, um zu gucken, wie sich das Ganze noch anhört. Wie gesagt, das ist meine erste Aufnahme mit Fraps und ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze anhören wird. Es ist so ein bisschen wie bei den Anfängen. Da war ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das ganze Programm jetzt mitmischt und ich doch nicht wieder alles von neu machen muss, weil das war echt ärgerlich. So, dann müssen wir ihn eigentlich nur noch da einladen, in den Truck. In diesen Truck, soweit ich weiß. Okay, das ist jetzt die Frage. Oh, jetzt bin ich da reingegangen. Jetzt habe ich Gold, Bronze, ja. Ich muss erstmal nochmal gucken, wie das Ganze funktioniert. Aber egal, dann da ist schon mal so viel gesagt. Wir haben das erste Level geschafft und können jetzt zwischen 9 Leveln wählen. Zwischen 4 Stück. Ach, 4 Stück, ja, 4 Stück. So, ihr seht hier ein paar Grafikfehler zum Beispiel. Die Autos, die Gebäude. Ja. So, ich denke dann erstmal, das wäre der erste Part. Jo, gebt mir euer Feedback. Wie fandet ihr es? Mir macht das Spiel auf jeden Fall Bock und ich hoffe, ihr habt Bock beim Zugucken. Oh, ich sehe gerade, ich habe echt nur Bronze. Ich guck mal, ob ich das ändere. Also, bis zum nächsten Part.